Ich glaube, wer es schon mal gesehen hat, wer schon mal hier war, wer während der Umbaumaßnahmen hier im Ernst-Abbe-Sportfeld war, der wird wissen, das wird nicht irgendein Stadion, das wird ein ganz besonderes Stadion, ganz besonders schickes, klein, aber fein, schön eng dran, mit einer tollen Akustik. Und ihr habt es ja vielleicht erlebt, selbst wenn 3.000 oder 3.500 Zuschauer im Stadion sind, das wird was richtig Feines und da kann man sich nur drauf freuen, wenn es endlich fertig ist. Ja, es passiert viel aktuell auch im Inneren der Osttribüne, was man vielleicht nicht so sieht. Das heißt also, dass die Ausbauarbeiten schon begonnen haben, dort gemauert wird, Trockenbau gemacht wird. Die Kabinen werden gerade eingerichtet, also die neue Heimat unserer Männermannschaft. Und natürlich auch für die vielen Gäste, die dann auch mehr ans Abendsportfeld sein werden. Aber man sieht eben auch, gerade die Nordostecke hinter mir bekommt jetzt ihr Krönchen. Das heißt, das Dach wird jetzt vorbereitet. Man sieht, glaube ich, auch schon die Vorbereitung für die LED-Wand, die dorthin kommt. Es wird noch eine zweite geben, gleich hier hinten neben der Westtribüne. Und das sind die Dinge, die jetzt aktuell gerade passieren. Und wenn alles gut geht, können wir zur Rückrunde schon die Nordostecke nutzen. Und dann hat man noch mehr einen Eindruck davon, wie toll es hier sein wird, wenn das Stadion fertig ist. Es ist eine schwierige Zeit für große Projekte. Ich meine, große Projekte sind immer schwierig, in der aktuellen Zeit natürlich umso schwieriger. Nichtsdestotrotz, drückt die Daumen. Wir gehen aber fest davon aus, dass wir im Sommer des nächsten Jahres, im Juli, August, unsere Stadioneinweihung gemeinsam mit euch werden feiern können. Wir bereiten das vor, Gespräche laufen, wir überlegen, Mensch, gegen wen könnten wir spielen, was könnten wir im Umfeld dieses Ereignisses noch planen, noch durchführen. Wir sind also bester Dinge, dass das alles zeitgenau klappen wird. Ja, der Mensch neigt ja dazu, schnell zu vergessen. Wir sollten aber nicht vergessen, dass es was Besonderes ist, dass überhaupt gebaut wird, dass hier endlich was entsteht. Ich kenne ganz, ganz viele Zeiss-Fans, und es wird euch ähnlich gehen, die lange nicht mehr daran geglaubt haben, dass hier was passiert. Selbst als dann der Beschluss gefasst wurde, haben viele gesagt, naja, das warten wir mal ab, bis der erste Bagger rollt. Jetzt rollen die schon seit einer ganzen Weile. Das ist was Besonderes und vor allen Dingen, dass es auch hier passiert, ist etwas Besonderes. Und das haben wir ganz, ganz vielen Leuten zu verdanken. Ich denke da zum Beispiel an die Bürgerinitiative Unser Stadion. Ich denke an die Fans, die auf die Straße gegangen sind, damit eben hier im Ernst-Abbe-Sportfeld, hier im Paradies, wo der Jena Fußballsense Haus hat, auch gebaut wird. Gab ja ganz abstruse Ideen, in Nora ein gemeinsames Stadion mit dem Erzrivalen zu bauen oder zum Beispiel das Stadion am Stadtrand in Lobeda. Das ist alles nicht passiert. Wir bauen hier in unserer Heimat, hier im Paradies.